Hallo und herzlich willkommen, liebe Stiere. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass du wieder reinschaust. Wir schauen uns heute die Energien an für die Stiere, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Stier stehen hast, kannst du hier in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Kannst, musst aber nicht. Es ist immer eine allgemeine, kollektive Legung hier. Und zwar schauen wir rein in den März jetzt. Endlich in den nächsten Monat. Was zeigt sich jetzt im kommenden Monat März für die Stiere? Worum geht es? Was ist wichtig? Was darf hier noch betrachtet werden im eigenen Unbewussten? Und wie entwickelt sich das Ganze hier weiter? Für die Stiere, Sternzeichen. Oder auch wenn du einfach eine starke Stierbetonung hast. So, was darf ich hier weitergeben für die Stiere? Worum geht es? Endlich mal entdeckt, was sich hier gut mischen lässt und was hier nicht die ganze Zeit aus der Hand fällt. Das finde ich mal sehr gut. So. Und wir haben das Ass der Kelche, 5 der Schwerter und die 6 der Schwerter auf dem Kopf. Ja, also da sehen wir schon eine Art Konflikt. Das könnte hier ein verlorener Kampf sein oder irgendeine ja, schwierige Situation, eine konflikthafte Situation, wo man hier vielleicht ja gedemütigt wurde oder wo mit unfairen Mitteln gekämpft wurde. Ja, 5 der Schwerter, das sind ja immer so diese gemeinen Kämpfe, wo niemand gewinnen kann. Ganz oft auch sinnlose Kämpfe, wo es ja einfach auch häufig nur darum geht, irgendwie sein Recht zu bekommen. Wir sehen hier auch mit den 6 der Schwerter, die folgen ja auf den 5 der Schwertern. Dieses auf zu neuen Ufern, sich auf ein neues Leben zuzubewegen, auf eine neue Lebensphase. Aber wenn die umgedreht ist, zeigt mir das, dass es hier noch eine Schwierigkeit damit gibt, dieses Alte wirklich zurückzulassen und sich auf dieses Neue einzulassen. Man hat hier noch viele Ängste und Unsicherheiten. Ja, was vielleicht dazu führt, dass man hier noch an irgendeiner Situation festhält. Wir haben aber hier wirklich auch ein großes Potenzial liegen mit dem Ass der Kelche. Kelchen haben wir hier in dieser Konfliktsituation. Es können natürlich ja auch innere Kämpfe sein oder innere Kontroversen. Es kann sein, dass du dich hier unfair behandelt fühlst, dass man hier auch ja einfach mit gemeinen Auseinandersetzungen konfrontiert wird oder wurde. Vielleicht fühlt man sich auch einfach verraten und verkauft. Das ist einfach so ein oft auch so ein Gefühl der Enttäuschung und der Niederlage einfach hier, ja, was wir hier haben. Aber in dieser Situation zeigt sich trotz allem hier eine große Chance, ein großes Potenzial. Und dieses Potenzial hat damit zu tun, dass du hier wirklich in diesen Kon ja auf durch diesen oder aus diesem Konflikt zu deiner wahren Bestimmung findest oder zu deinem wahren Herzensweg, vielleicht auch zu deiner wahren Berufung. Vielleicht hast du auch die Chance, dich hier für etwas oder für jemanden zu öffnen, was dich hier sehr tief im Inneren erfüllen würde und berühren würde. Das ist auch eine sehr tiefe Erfahrung, tief erfüllende, seelische. Ja, das ist ja die Kelche, da geht es ja immer um seelisches, emotionales Gefühl, was hier dich beglücken möchte und im tiefsten seelisch berühren. Aber das ist eine Chance, die in dir als Impuls, als Keim wächst und dann auch genährt werden muss, indem du auch diesen Impuls, also der Stimme deines Herzens folgst, deiner Intuition folgst. Ne? Es ist als Potenzial, als Keim hier vorhanden, muss aber auch gesucht werden. Was ist denn hier jetzt aktuell bei dir blockiert? Ja, also das ist jetzt heftig, was wir hier sehen, weil das sind drei große Arkana-Karten, die hier allesamt im Schatten liegen.
Und das sind nicht auch nur irgendwelche, es sind auch noch sehr wichtige hohe Arkana-Karten. Das ist nämlich die Welt und das Schicksalsrad und der Mond. Die Welt, da geht es darum, hier etwas zum Abschluss zu bringen, dass du hier wirklich eine Aufgabe für dich abschließt und zum Ziel kommst. Das ist eine schicksalhafte Aufgabe. Es geht darum, hier ein Schicksal anzunehmen und daran zu wachsen. Und es kann sein, dass das hier für dich schwierig ist aufgrund von Ängsten, unbewussten Mustern, tief sitzender Verunsicherungen. Ja, also das sind die tiefsten Angstmuster, die wir hier haben mit dem Mond, die hier möglicherweise entweder dich steuern oder dich hier fest im Griff haben. Also diese Ängste darf man sich hier bewusst machen, sich genau anschauen. Ja, wir sehen ja auch hier die Ängste bei den Sechs der Schwerter, die dich daran hindern, hier auch wirklich weiterzuziehen und einen Konflikt möglicherweise oder eine Situation, die hier nicht friedvoll zu lösen ist, hier hinter dir zu lassen. Und das hat hier mit einer schicksalhaften Aufgabe zu tun. Das ist eine seelische Lern-Entwicklungsaufgabe, an der du dich weiterentwickeln und wachsen darfst. Ja, das ist immer das Thema bei dem Schicksalsrad. Nimm dein Schicksal an und wachse daran. Stell dich dem. Schau dir deine Ängste und unbewussten Muster an. Welche Urängste, welche tiefsten Ängste, unbewusste Muster zeigen sich hier? Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was sich jetzt hier schon seit Wochen durch die Stierenergie zieht, habe ich das Gefühl. Ja, das Thema, das wiederholt sich hier gefühlt immer wieder von einer anderen Perspektive. Aber im Grunde geht es darum, dass deine Seele hier ein Ziel erreichen möchte, etwas abschließen möchte. Es geht darum, reif zu werden. Es geht darum, das große Ganze zu erkennen und deinen Platz in der Welt zu finden. Dass deine Seele, die drängt dann auf Erfüllung. Ja, die möchte sich entwickeln und wachsen, ne? Sich weiterentwickeln. Die möchte aber auch einfach ihren Platz finden, wo sie frei leben kann und sich entfalten kann, ne? Ja, und da kann es, wie gesagt, sein, dass man hier Angst vor entweder vor einer schicksalhaften Veränderung hat oder überhaupt vor unkalkulierbaren Veränderungen, dass man hier ein bisschen an Altem, wie gesagt, festhält, ein bisschen in so einer stagnierenden Energie ist, aufgrund von alten Angststrukturen, alten Muster, die dich hier binden. So, wir schauen mal, was du tun sollst. So, die Neun der Stäbe, der Stern und Fünf der Stäbe. Ich drehe die jetzt mal um, weil diese Energien werden hier auch nur positiv gedeutet. Ja, hier geht es zum einen um Entschlossenheit, dass du hier wirklich für dich einstehst und hier dich behauptest, entschlossen für etwas kämpfst. Auch die Fünf der Stäbe, also wir haben Fünf und Neun der Stäbe. Das ist wirklich so eine Energie von stell dich einer Herausforderung. Und schau dir auch gewisse Muster an, die du hier vielleicht immer wieder wiederholst. Wo fühlst du dich bedroht im Außen und machst dicht? Wir haben ja auch so eine Verhärtung immer mit Neun der Stäbe, ne, aufgrund von alten, früheren Verletzungen, wodurch man dicht macht. Und nun geht es darum, erstmal das zu erkennen, das zu schauen, also das anzusehen, welche Bedrohungen nimmst du im Außen wahr, wovor fürchtest du dich? So, und dann steh entschlossen für dich ein, behaupte dich und wiederhole nicht immer wieder den gleichen Fehler. Das ist nämlich das bei Neun der Stäbe, was hier, wenn man sich dieser Muster nicht bewusst ist, das ist etwas, wozu man hier tendieren kann. Entschlossen für sich kämpfen, eine Herausforderung annehmen, auch wenn es hier schwer fällt, weil hier sehr viele Ängste, Unsicherheiten und unbewusste Muster, wie gesagt, hier am Laufen sind und greifen, tiefsitzende Ängste. Und denen darfst du dich stellen, die darfst du dir anschauen. Du darfst ja eine Herausforderung hier annehmen. Und das können hier so Machtspiele auch sein, das kann so Wettbewerb, Rangeleien, Reibungen. Es kann sein, dass man hier auch diesen Reibungen aus dem Weg geht, dass man hier ja, sich diesen Auseinandersetzungen nicht so stellen will. Es geht aber darum, hier ganz klar diesen Weg zu gehen und einfach Vertrauen zu haben. Vertrauen in deinen Weg, Vertrauen in deine Führung, Vertrauen in deine Seele. In die Hoffnung auch kommen. Also, ja, ich sehe, das ist ja, wir haben ja hier das Schicksalsrad. Und mit dem Schicksal kommen ja immer Ereignisse, die
wie gesagt, zum seelischen Wachstum dienen. Und wenn man freiwillig dann diese bestimmten Veränderungen dann nicht vornimmt, also bei jedem sind das ja andere, ne, dann kommt eben das Schicksal und hilft nach. Mit gewissen Bedingungen oder Ereignissen im Außen. So. Und es kann sein, wie gesagt, dass man hier entweder sich dieser Aufgabe nicht stellt oder an etwas festhält oder Angst hat vor Veränderungen. Und hier darfst du jetzt wirklich wieder ins Vertrauen kommen. Ja, was hindert dich daran? Was hält dich hier zurück? Vertraue in deine innere Stimme und komm auch wieder in diese Hoffnung, dass der Weg, den du hier gehst, was hier zum Beispiel auf dem neuen Ufer, an dem neuen Ufer auf dich wartet, da brauchst du keine Angst vor haben, vor diesem neuen Unbekannten. Gerade die Stierenergie, wenn wir uns mal allein jetzt die Energie anschauen, also nicht, dass der Mensch der Stier Sternzeichen ist, sondern die Stierenergie als solche, ist ja eine sehr verharrende. Die mag Veränderungen eben nicht so gerne. Ja, die hält an dem Gewohnten fest, weil es eben bekannt ist, weil man sich da sicher fühlt und ja, und man scheut so ein bisschen die Unvorhergesehenheit oder auch Dinge, die man einfach nicht einplanen, nicht kalkulieren kann, die man nicht berechnen kann. Und das ist genau das, was wir mit den Sechs der Schwerter sehen. Es ist ja ein, wenn man sich hier einlässt auf etwas Neues und das Alte hinter sich lässt, dann hast du absolut keine Ahnung, was hier auf dich zukommt. Ne? Das ist absolutes Neuland. Und das ist eben dieses Vertrauen ins Leben, wo du reinkommen darfst, zu wissen, du wirst hier nicht sterben, nur weil du diesen Weg gehst, weil du diese Entscheidung triffst, weil du dich auf etwas Neues einlässt, sondern zu sehen, dass das Leben dich hält und dass das Leben dich führt und dass du dich hier ja voller Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung da dem hingibst, dieser Führung. Denn der Stern verspricht dir hier auch gutes Gelingen. Der verspricht dir, dass das sich hier gut entwickelt und du keine Angst zu haben brauchst. Das Schicksal will dich hier auf einen guten Weg führen. Für deine Seele, ja. Ich sehe das hier wirklich als selig geführt. Wie geht es denn jetzt weiter im März? Was kommt denn jetzt hier auf dich zu? So, da sehen wir erstmal 10 der Münzen auf dem Kopf. Ja, das könnte hier ein Thema sein, erstmal mit Finanzen oder mit materieller Sicherheit oder überhaupt, dass die Stabilität in der Familie oder im Zuhause, dass es hier irgendwelche Konflikte auch gibt oder dass man hier auch wiederum, könnte es sein, dass man hier zu sehr an Materiellem festhält. Aber grundsätzlich ist es erstmal eine Karte der Fülle, der Stabilität, der inneren und äußeren Reichtum, den wir sehen. Es kann auch sein, dass du hier materiell in die Fülle kommst oder irgendeinen Gewinn oder dass du sehr stabil wirst. Aber da die Energie umgedreht kam, ist es für mich eher so ein, dass da irgendein Problem, irgendein Konflikt mit dieser Fülle ist oder dass man sich hier irgendwie ja, Sorgen macht oder dass es hier eben doch Konflikte gibt in dieser Stabilität, in diesem Rahmen. Wir haben hier auch jetzt wieder doppelte Stäbe. Wir haben Bube und Ritter der Stäbe. Also hier sehen wir auch sehr viel Lebendigkeit wieder, sehr viel Leidenschaft. Es kann sein, dass du hier ungeduldig, impulsiv auch ein bisschen bist, dass du hier aber auch sehr leidenschaftlich und feurig, temperamentvoll bist, sehr willensstark. Also ich sehe dich hier erstmal sehr entschlossen und sehr willensstark. Ja, auch das ist auch natürlich jetzt gut im Zusammenhang hier mit den Neuen der Stäben, da du sollst ja auch entschlossen für dich einstehen. Und es wird hier auch sich eine ganz konkrete Gelegenheit bieten. Es kann sein, dass dich hier entweder jemand begeistert oder du Feuer und Flamme für etwas bist. Es kann aber auch sein, dass du selbst irgendwelche Inspirationen bekommst, irgendwelche Ideen oder Einfälle, irgendetwas, wo du dich für begeistern kannst und eine Chance dadurch entsteht, die du hier nutzen willst und die du hier sehr eifrig, feurig und leidenschaftlich dann auch umsetzt. Und es kann sein, dass das hier etwas mit materieller Fülle, Finanzen zu tun hat, was dich hier in den Reichtum, in die Stabilität bringen soll. Also sehr viel Leidenschaft, sehr viel Enthusiasmus und Willenskraft sehen wir hier. Ja, und irgendwelche Chancen und Gelegenheit. Vielleicht hast du ja auch eine Chance, irgendwie ein Abenteuer zu erleben oder eine Reise zu unternehmen oder dich auf irgendeinen lebendigen Impuls hier einzulassen. Ja? Oder wie gesagt, etwas, was dich hier inspiriert. Es kann auch etwas Kreatives sein. Auch hier, also wir haben ja hier wirklich sehr viele Stäbe jetzt. Ja? Es geht dir darum, wirklich auch Herausforderungen jetzt anzunehmen, am Leben teilzunehmen, für dich, ja, deinen Willen zum Ausdruck zu bringen, zu kämpfen, entschlossen,
sich auch für Neues zu öffnen und im ganzen Vertrauen wirklich auf deine Führung, deine Intuition hier zu vertrauen und dich auch hier wirklich vertrauensvoll und voller Hoffnung auf Neues einzulassen. Das ist, was ich hier sehe. Unterliegende Energie, da haben wir die 7 der Münzen. Ja, hier sehe ich, dass das etwas ist, hier eine Thematik, die einfach Zeit braucht. Wir haben hier eine Geduldsprobe, etwas, was sich sehr langsam entwickelt. Es kann sein, dass das Thema hier, was wir hier auflösen wollen, wo es darum geht, jetzt wirklich etwas zum Abschluss zu bringen, deinen Platz zu finden und ein Schicksal hier anzunehmen oder an deinem Schicksal zu wachsen oder an einer Schicksalslektion, dass das einfach ein Prozess ist, der sich hinzieht, der lange braucht. Ja, dafür spricht ja auch, dass dieses Thema sich ja hier in der einen oder anderen Form irgendwie immer wieder darstellt. Dass es ein längerer Prozess ist und dass es aber auch wirklich einer gewissen Kontinuität bedarf, also auch Disziplin und Hingabe, dass du hier wirklich auch möglicherweise in kleinen Schritten dich dem Ziel näherst. Ja, vielleicht geht das eben nicht so schnell, weil da einfach so viele Ängste und Unsicherheiten sind und die ganzen alten Muster greifen und erstmal auch erkannt werden müssen oder auch Stück für Stück bearbeitet werden müssen. Es ist etwas, was hier Zeit braucht und ja, wichtig ist es, dran zu bleiben und auch wenn es lange Zeit braucht, in kleinen Schritten immer mehr den Weg zu verfolgen, ja, das Ziel anzuvisieren, denn mit der Welt geht es darum, hier ein Ziel zu erreichen und eine Aufgabe abzuschließen, auch eine Lebensphase zum Abschluss zu bringen. Ja, und hier kommen jetzt diese Ängste, ne? Die 9 der Schwerter und die Königin der Kelche, also das ist eine absolute Angsthaltung und ich habe natürlich eine sehr hohe Sensibilität, sehr große Empfindsamkeit und dann hier diese Ängste, Sorgen, Albträume und schlaflose Nächte. Es kann tatsächlich sein, dass du hin und wieder hier von Albträumen geplagt wirst oder unruhig schläfst, einfach weil du dir sehr viele Sorgen oder Gedanken machst oder überhaupt dein System auch überlastet ist von diesen inneren Zweifeln oder Ängsten, denen du ausgesetzt bist, ja. Wir haben die Ängste jetzt auch wirklich zweimal hier liegen. Es ist etwas, was wirklich Zeit braucht. Ich denke, es braucht Zeit, dass du ja an deinen Ängsten arbeitest hier, ne? Und auch natürlich mit der Königin der Kelche haben wir auch das Thema der Selbstliebe, der Selbstfürsorge, auch der eigenen emotionalen Bedürftigkeit. Da geht es auch darum, eben diese eigenen Gefühle und emotionalen Bedürfnisse anzunehmen, sich dir zuzuwenden, für dich da zu sein. Es geht hier auch immer um Mitgefühl und Verständnis für dich, aber auch natürlich für beteiligte Personen. Es geht hier auch um deine Intuition. Lass dich führen von der inneren Stimme, von der Intuition. Ja, und diese Ängste und Sorgen. Vielleicht kannst du schauen, wie du diese Stück für Stück, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten bearbeiten kannst. So, jetzt schauen wir mal rein, was jetzt die heute, sage ich hier, mit den aufgestiegenen Meistern und den Krafttieren, was wir hier noch für Botschaften bekommen für die Stiere. Worum geht es hier im März? Für die Stiere der Schutz. Der beste Schutz ist die Liebe, denn sie wandelt selbst die Energieschwingung des Hasses. Okay. Ich weiß jetzt aber irgendwie nicht so richtig, was damit gemeint ist. Ich schaue mal in das Büchlein hier rein. Du findest die Liebe in deinem Herzen, erhebe deine Gedanken zu Gott, begib dich in die Kammer deines Herzens, fühle die Liebe zu allem, was ist, und bitte Gott, dich mit der Energie der Liebe zu durchströmen. Verurteile andere nicht, wenn sie hassen. Bleibe in der Liebe und hilf ihnen, die Liebe wieder in sich zu finden, wenn du um Hilfe gebeten wirst. Okay, ja, also dich selbst natürlich schützen. Ja, das ist, da haben wir auch so ein bisschen wieder dieses Thema der Selbstliebe, also die Königin der Kelche, in der Liebe zu bleiben, im Herzen bei dir zu bleiben.
Und dich auch von negativen Energien des Hasses jetzt hier nicht runterziehen zu lassen. Also das haben wir hier mit den Fünf der Schwerter so ein bisschen, ja, so eine Konfliktenergie, wo jemand hier negative Gefühle in deine Richtung irgendwie hegen könnte. Es kann natürlich auch sein, dass es deine eigene, dass es eigene Gefühle oder Muster von dir sind, die du hier aus oder die hier ja mit jemandem ausagiert werden. Es ist irgendeine Kampfhaltung oder so ein, ja, wie soll ich sagen? Ja, doch Kampf, Konflikte, wo man sich irgendwie auch verraten oder schlecht behandelt fühlt oder enttäuscht, verletzt. So, welcher aufgestiegene Meister kann jetzt hier einen wichtigen Rat für die Stiere im März geben? Einen Meister bitte für die Stiere im März. Da kommt die Seelenflamme. Entdecke einen verloren, ja, geglaubten Teil deiner selbst neu. Erlebe Beziehungsharmonie und Heilung. Ich glaube dazu, das lohnt sich hier, sich mal die Botschaft anzuschauen. Einen verloren geglaubten Teil deiner selbst. So, Moment, hier haben wir sie. Einheit in Liebe, Verbundenheit und Beziehungsharmonie sind im Moment wesentlich. Dabei ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Beziehungen einen nicht ganz machen können. Das vermag nur die Liebe, die man selbst aufbringt. Jetzt bietet sich Gelegenheit, verlorene Anteile deines Selbst wiederzufinden. Vielleicht solche, die mit Sinnlichkeit zu tun haben oder mit der Fähigkeit, auch sich selbst richtig zu lieben. Die Beziehungen in deinem Umfeld spiegeln dann zunehmend die Liebe wider, die du dir selbst gegenüber erweist. Intensiviere Liebesbeziehungen, Liebe an sich und Chancen, göttliche Harmonie durch Liebe zum Ausdruck zu bringen. All das wird jetzt in deinem Leben offenbar. Du hast göttliche Liebe verdient und Radha mit ihrer Shakti-Präsenz ist jetzt hier, um diese liebevolle Verbindung in dir zu erwecken. Ja, also sehr weise Worte. Ja, den Teil in dir selbst wiederfinden, den du vielleicht auch in einem Gegenüber gesucht hast, ja, oder in anderen Menschen. Das ist immer dieses Thema des Selbstwertes und Selbstliebe. Und da sehen wir hier auch die Verbindung zu den unbewussten Mustern und Ängsten, die hier irgendwo greifen. Möglicherweise geht es hier darum, wirklich dich mehr dir selbst und deinen Emotionen und Ängsten zuzuwenden. Ja, einen Anteil in dir zurückzuholen. Je mehr du in der Liebe bist, dir Liebe selbst geben kannst oder auch Liebe in deinem Herzen fühlst, desto mehr siehst du sie auch im Außen. Ja, das Außen spiegelt dir sowieso auch immer nur das, was du in dir trägst. Und wenn in dir eine Leere ist oder Angst oder Unsicherheit oder Hass, dann wirst du auch genau das im Außen gespiegelt bekommen. Ja, wir schauen mal weiter. Also es geht jetzt um Liebe. Volle Verbindungen, Liebe in deiner Beziehung hier auch, wenn es hier um eine Verbindung geht, da auch mehr Liebe vielleicht reinzubringen. Und was du hier loslassen darfst, hinter dir lassen darfst, das kann natürlich hier ein Konflikt im Außen sein. Ja, aber dieser Konflikt im Außen, der entsteht ja nur, weil in dir ein Konflikt ist. Also in erster Linie geht es darum, die Konflikte in dir aufzulösen, die Ängste, die Angstmuster, ne, die Unsicherheit. Vielleicht auch Themen wie Kontrolle oder Angst vor Veränderungen oder Angst vor dem Alleinsein, alles Mögliche, ne? Was es da an Themen geben kann, Angst nicht geliebt oder nicht wertgeschätzt zu sein oder nicht erkannt. Wir schauen mal, welches Kraft hier die Stiere jetzt hier. Aber es ist auch interessant, die beiden Karten, die haben hier auch ein ähnliches Thema. Ne? So, hier kommt der Flamingo. Bejahe das dazwischen. Ja, das zeigt mir, dass du hier gerade wirklich in einem Übergangsprozess bist. Deswegen auch 7 der Münzen, eine sehr langsame Energie, eine Geduldsprobe. Es ist etwas, was hier Zeit braucht.
Und es ist vielleicht etwas, was du nicht von heute auf morgen einfach schaffst. Und da darfst du einfach die Situation annehmen, so wie sie jetzt ist, und damit in Frieden kommen, damit in die Liebe kommen, in dir. Und ja, das Annehmen und diese Ungeduld hier, der Ritter der Stäbe, der steht ja auch, wie gesagt, für diese Ungeduld, für Impulsivität. Vielleicht will man hier auch hin und wieder mal etwas radikal verändern oder etwas entscheiden oder irgendetwas tun. Aber da das hier ein langsamer Prozess ist, geht es ja darum, dass du erstmal hier auch ins Vertrauen kommst, dass du deine Ängste und deine Unsicherheiten und deine unbewussten Muster hier erkennst und annimmst. Und ja, vielleicht auch auf den Zeitpunkt noch warten darfst, ja, bis du hier wirklich ganz konkret irgendwo in die Aktion gehst und das Thema abschließen kannst. Denn es geht ja hier darum, wirklich bei dir ein Thema zum Abschluss zu bringen, wirklich auch eine neue Reife hier zu bekommen, also eine neue Schau des Ganzen, also einen Gesamtüberblick auch über eine Situation zu bekommen. Und deinen Platz hier auch zu finden und damit dein, wie gesagt, dein Seelenthema hier, eine Lektion zu lernen, eine Herausforderung anzunehmen und daran zu wachsen. So, also nochmal, höre auf deine Intuition, ja? Lass dich hier von der inneren Stimme leiten. Vertraue der Intuition. Und ja, such auch mehr den Rückzug und verliere dich nicht so in der beschäftigten, in diesem Aktionismus im Außen, wo man versucht, ganz viele Dinge zu tun und sich abzulenken. Es geht hier darum, wirklich in die Ruhe auch zu kommen. Gerade hier mit dem Mond. Ich meine, da hast du genug zu tun mit deinen inneren Gefühlen und Sorgen und Unsicherheiten. Und auch ist es ja natürlich nötig, auch innerlich komplett in der Ruhe zu sein, um auch die Intuition, die innere Stimme auch überhaupt wahrnehmen und hören zu können. Das geht nur in einem Zustand des inneren Friedens, denn immer wenn du innerlich aufgebracht oder unruhig oder in einer Angst bist oder in einer ja, in einem Impuls der Unruhe oder der Ungeduld oder der Wut oder was auch immer für eine Emotion, dann hörst du nur diese Angststimme oder diese Emotion und nicht die Stimme, die innere, die Intuition, die aus deiner Seele kommt. Ja, erkenne an, dass du einzigartig bist und dass du geliebt wirst. Das bekommen wir hier. Mal schauen, ob noch einer kommt für die Stiere. Ja, die Giraffe. Und zwar, du darfst dich jetzt erheben über diese erdlichen Angelegenheiten, über materielle Themen und so weiter. Du darfst darüber hinaus wachsen. Du bist in der Lage, den richtigen Weg zu sehen. Stehe aufrecht in deinem Selbstwert und liebe mit einem großen Herzen. Also wieder das Thema Selbstwert und Liebe, was wir ja jetzt ja auch dreimal haben. Ja. Möglicherweise geht es ja auch darum, eine alte Verletzung. Ich habe es ja angesprochen. Ich meine, mit den fünf der Schwertern gibt es immer auch Verletzungen. Also häufig, nicht immer. Häufig. Und gerade bei den neun der Stäben sind diese Verletzungen aber wirklich da und die beruhen ja auch auf alte Verletzungen. Also diese Verletzungen hier reichen auch zurück bis in die Kindheit oder ja, ganz frühe Erfahrungen und werden dann einfach im Laufe des Lebens immer wieder auch getriggert, weil eben häufig auch das Thema Selbstwert oder Selbstliebe ein Thema ist, ein Lernthema ist, was hier erst im Laufe der Zeit gelernt werden muss. Und dazu zählt dann auch natürlich gesunde Grenzen setzen und so weiter. Aber eben auch genug in die Selbstliebe zu kommen, um ja, solche Verletzungen nicht mehr zu wiederholen oder auch ungesunde Muster nicht mehr zu wiederholen. Liebe Stiere, das ist es, was ich heute hier für dich sehe für den März. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo von dir, falls du mir noch keins dagelassen hast. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir einen wundervollen März und bis zum nächsten Mal.